Hey, hey, GameCat hier. Willkommen zurück. Tja, dann wollen wir doch einfach mal schauen, was wir hier so finden können. Aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht rausscrollen. Jetzt geht's. Okay. So, dann wollen wir doch mal schauen, was wir hier so finden an glitzernden Gegenständen. Da fängt's schon Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen an. müsst? Unbedingt. Ich liebe sie so. Einfach so eine Null-Bock-Attitude. Steht da total drauf. So, da ist noch was Glitzerndes. Meins. Wir doch mal schauen. Ich kann auch, bei der finde ich die 5 drücke, dann hört das auf. Aber es ist interessant, ich hätte nicht gedacht, dass es halt so einmal an und für immer an ist. Finde aber auch, dass die Animation recht. Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Ja, Schon besser ist. gut, schon gut. Genau, finde es aber doch sehr dezent, was ganz schön ist. Annehmbar, annehmbar, annehmbar. Ich weiß ja nicht, was es später noch für Verzauberungen gibt, die uns begleiten werden, aber ich muss sagen, bisher bin ich da. Da waren wir schon dran. Bin ich damit ganz zufrieden. Kiste. Die ist meine. Ah, Fähigkeiten unzureichend. Ja, das sollten wir. Schlösser knacken. Sollten wir demnächst unbedingt lernen. Und wieder mal merken, wo das war. Das ist mal wieder ein super Skill für mich ist, den ich gar nicht besitze. Was sagst du so? Möge der Erbauer euch beschützen, Herrin. Okay, wirklich. Warum nennen die mich Herrin? Also ich meine, ja, ich bin Magier, also hab Respekt, aber. Herrin? Ich meine, ich bin doch noch kein grauer Wächter. Ach, was weiß ich? Was weiß ich? Soweit ich weiß, sind das doch alles nur die Leute von dem König, der mir eigentlich vorkommt wie so ein Clown, ganz ehrlich. Also, weiß nicht, wer den zum König gemacht hat. Und da komme ich nicht rein. Glaubt mir, ihr wollt den Turm von Ishal nicht betreten. Er ist im Hä? Moment gesperrt. Tut mir Ja. leid. Whatever. Naja. Gut, dann wollen wir mal schauen, was uns hier so erwartet. War schon mal eine schöne Aussicht nach unten, das ist immer gut. Haufen Leute. Und wir müssen diesen komischen. Du hast ein Geschenk gefunden. Warte mal gucken, mal kurz. Ein Geschenk. Oh, Geschenk gefunden. Bestimmt der Knochen, oder? Keine Ahnung. Beefbone. Ja, es ist ein Geschenk. Schön, sag ich doch. Ha! Ich Hallo, verschenke ihr Knochen müsst der sowieso Rekrut der nicht. grauen Wächter sein, Sei den still. Duncan hierher gebracht hat. Quatsch mich hier voll. Ah, gucken wir mal. So. Ah, ist irgendwie weniger schön hier. Na gut, gucken wir mal. Wo sollen wir denn hin? Ah, okay, nochmal. Überklagen den Tod, der viele erwartet. Hallo! Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Was ist los? Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Okay, was soll ich denn machen? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Warum sollte ich das können? Ihr seid ein grauer Wächter. Oder werdet es bald sein. Die Wächter sind immun gegen die Verderbtheit der dunklen Brut. Das Einzige, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, sind ein paar Bissspuren. Okay, wie klug ist der denn? Vor Jahrhunderten züchtete ein Magier sie so, dass sie klug genug sind, um zu verstehen, was ihnen gesagt wird. Sie können sich erinnern und komplexe Befehle ausführen. Sie sind die kostbarsten Hunde der Welt. Das Problem ist, dass sie normalerweise auf einen Herrn geprägt sind. Es ist enorm schwierig, sie neu zu prägen. Aber wenn er keine Arznei bekommt, müssen wir erst gar nicht über seine Neuprägung nachdenken. Werdet ihr uns helfen? Kann er hoffentlich geprägt werden? Wir können es versuchen.
Aber erst müssen wir ihm einen Maulkorb anlegen und ihn versorgen. Ja, ja, gut. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Okay. Hallo. Oh. Tja, den Hund erschlagen, nein. Alles gut, alles gut. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Ja, wahrscheinlich schon. Es gibt eine bestimmte Pflanze, die die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Okay. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Und wo genau ist die? Sie wächst normalerweise in totem Holz, das sich am Rande von Tümpeln sammelt. Zu dieser Jahreszeit müsste es davon genügend geben. Okay. Ja, stimmt eigentlich. Warum holt er sie nicht selber? Die Wildnis ist für jeden gesperrt, der kein Soldat ist. Und ich muss mich noch um viele andere Hunde kümmern. Ist ja kein Soldat? Na gut. Kann er auch ohne sie gesund werden? Wenn er sie nicht bekommt, werden wir ihn wahrscheinlich von seinem Leid erlösen müssen. Okay. Ich werde es machen. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Also ich habe die gemoddet. Ich habe einfach ganz normalen Wolf genommen, weil ich das eigentlich cooler finde. Und die sehen dann halt ein bisschen anders aus. Also die Urballer, die anderen sind halt einfach nur weiß und unserer ist dann halt ein richtiger Wolf. Elf, wie ist dein Name? Pixar. Geh und sag Taren Logan, dass der Kriegstrupp bereit für die Speermission ist. Okay. Wir werden eine Nachricht senden, wenn wir auf etwas Ungewöhnliches stoßen. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Aha. Da ist schon mal Duncan. Wo soll ich denn jetzt hin? Kannst du mir das sagen, Kollege? Wie ich sehe, hast du unser Zelt gefunden. Ja. Brauchst du etwas? Machen wir einfach mal das Ritual. Dann geh Alistair suchen und sag ihm, dass es Zeit ist. Ich bin mir nicht sicher, wohin er gegangen ist. Super. Und so wie ich ihn kenne, will ich das vermutlich auch gar nicht wissen. Ew. Also so ein ganz komischer Typ. Okay. Tja, dann laufe ich einfach mal durch die Gegend. Da darf ich... Oh, da glitzert was. Das ist meins. Ja. So, gibt es hier eigentlich auch irgendwie einen Händler oder so? Also, meine Güte. Okay, puh. Darf ich da lang? Vielleicht darf ich auch da lang. Ich versuch's mal. Also, das ist mit der Kamera nicht... Oh, ein Wow. Schon gut. Grüße. Ihr gehört zu Duncans neuen Rekruten, richtig? Ja. Ich darf euch nicht in die Korkari-Wildnis lassen, bis er mir den Befehl dazu erteilt. Aber ich brauche eine Blume. Ich schaff das schon. Es tut mir leid. Ich habe meine Befehle. Anstrengender Typ. Hey, warte mal, da ist eine Treppe. Ich will hoch. Spring einfach rüber. Guck mal, da sind so viele Lücken. Wow. Ruft mich! Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer euch gewogen sein. So was geht denn hier ab? Was haben wir denn da drin? Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Hey. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Und wenn doch? Ich bezweifle, dass ich so viel Glück habe. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde und ich bin am Verhungern. Warum sollte ich das tun? Weil ihr vielleicht Interesse an etwas habt, für das ich keine Verwendung habe. Die Magier des Zirkels haben eine Truhe, in der sie Sachen aufbewahren. Magische Sachen. Und ich habe ihnen den Schlüssel gestohlen. Deshalb bin ich hier. Ich habe einen von ihnen betrunken gemacht und ihm seinen Schlüssel abgenommen. Dann wollte ich mich zu der Truhe schleichen. Leider dachten sie, ich wollte desertieren.
Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Und dann hat man nicht gefunden? Wo hat er den? Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt. Ihn erschlagen! Ich nehme ihn mir einfach! Was? Aber das könnt ihr nicht tun! Ah, Waffe! Ha! Und wie ich das kann. Was? Warum in Andrastes Namen habt ihr das getan? Nur weil ihr ein grauer Wächter seid, habt ihr noch lange kein Recht, jeden auszuschalten, der euch nicht passt. Rechtfertigt euch! Er hat mich angespuckt. Genau, ich hab mich nur verteidigt. Ich schätze, das habt ihr dann auch getan. In Ordnung. Also, mich juckt das nicht. Wenn mich jemand fragt, was passiert ist, werde ich ihm genau das sagen. Jo! Perfekt. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Müssen wir noch die Truhe finden, die er meint. Oh, wer weiß, wo die ist, ey. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Oh, sag mal, kann ich überhaupt irgendwo hin? Egal. Gucken wir mal, wo das ist. Sicht ist auf der Karte. Was haben wir hier? Aha. Da muss ich hin. Ah nein, da muss ich hin. Da muss ich hin. Okay, da muss ich hin. Also runter. Und dann einmal quer durch. Okay, das kriege ich hin. So. Genau. Ich habe natürlich nichts gegen den normalen Mabari, aber wenn man schon mal die Chance hat, was anderes zu bekommen, dann nicht das natürlich. So. Aber selbstverständlich. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Willst du mich verarschen? Willkommen, junge Frau. Du bist also auch schon wieder so ein Besänftigter, ja? Ja. Und ihr seid eine Magierin des Zirkus. Was macht der hier? Die Besänftigten, die dort dienen, müssten euch vertraut sein. Ich schaffe und überwache die Verzauberungen der Waffen und Rüstungen der königlichen Truppen hier in Ostagar. Es ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber von unschätzbarem Wert. Der Zirkel verdankt seinen Reichtum den Verzauberungen. Durch Nächstenliebe allein würden wir nicht überleben. Was meinst du mit Verzauberung? Sie bezeichnet den Prozess, magisches Lyrium in Gegenstände zu übertragen. Die Zwerge waren die Ersten, die diese Technik angewandt haben. Die Besänftigten haben ihre Runen gelernt und wir verwenden sie, um eine Vielzahl magischer Effekte zu übertragen. Wir erschaffen glühende Lichter, ebenso wie Zauberstäbe und Flammenschwerter. Die Ironie daran ist vielleicht, dass die Trennung von unseren früheren Talenten uns erlaubt, auf diese Weise mit Lyrium zu arbeiten. Ein wahrer Magier wäre dazu nicht fähig. Okay, was gibt's da so? Es gibt Runen, die die Macht der Elemente enthalten und andere, die Stärke und Schnelligkeit verbessern. Mit genügend Können und Lyrium kann jedem Zauber Beständigkeit verliehen werden. Je größer die erforderliche Macht ist, desto teurer ist natürlich auch die Herstellung der Runen. Wahre Macht hat ihren Preis, wie wir alle nur zu gut wissen. Okay, warum labert er so komisch? Lasst es mich folgendermaßen ausdrücken. Wisst ihr, warum magiebegabte Wesen gefürchtet werden? Weil sie mächtig und gefährlich sind? Die Gefahr, die die Magie mit sich bringt, übersteigt ihre Macht bei weitem. Diejenigen, die über magisches Talent verfügen, ziehen Dämonen und Geister an. Es ist leicht, Besitz von uns zu ergreifen. Und dann werden wir zu den Schreckensgestalten, die als Abscheulichkeiten bekannt sind. Selbst jene mit begrenzter Begabung ziehen hungrige Geister an. Jeder, der die Macht besitzt, kann von diesen Dämonen die Blutmagie erlernen. Deshalb hält man uns für gefährlich. Das ist unser Fluch.
Oh, ich will unbedingt Blut. Deshalb wurde ich zu einem Besänftigten gemacht. Meiner Emotionen und Talente beraubt, stelle ich keine Gefahr mehr dar. Klingt einfach furchtbar. Es mag euch so erscheinen, aber ich empfinde kein Grauen. Ich bin zufrieden, auf meine Weise dienen zu können. Ja, du empfindest ja gar nichts mehr. Okay. Natürlich. Wie kann ich euch helfen? Nichts. Auf Wiedersehen. Mann, kannst du nicht einfach mal weggehen? Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Psch, was willst du machen, ey? Ich mach dich platt. Egal, wir merken uns das auf jeden Fall. Was haben wir hier? Lauf weiter. Aha. Wo ist denn jetzt dieser Spaß, ey? Weiß nicht genau, wo er ist. Da ist er. Ha, gefunden. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Ah, Kiste. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Du bist ein merkwürdiger Typ. Ihr seid nicht die erste Frau, die mir das sagt. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Doch! Bin ich. Würde das deinen Tag verschlechtern? Wohl kaum. Ich weiß nur gerne immer, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in eine Kröte verwandelt werde. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin vom Zirkel der Magie. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Oh, alles gut. Wenn du ein Problem mit Magie hast, dann sag's. Kein Problem. Aber meine Vergangenheit macht Magier nervös. Und nervöse Magier machen mich nervös. Ich will keine Kröte werden. Ich mag mich so, wie ich bin. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Alistair, der neue graue Wächter. Aber das wusstet ihr sicher schon. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Tja, dann... Los geht's. Ja, stimmt, denke ich. Kann ich es nicht alleine machen? Genau das Gleiche habe ich bei mir auch gedacht. Aber leider lassen sie uns da keine Wahl. Wisst ihr, mir fällt gerade auf, dass es bei den grauen Wächtern immer nur sehr wenig Frauen gab. Oh, jetzt geht's Woran los. Das wohl liegt? Oh, weil wir jetzt so klug sind. Mag sein, aber ihr seid hier. Was bedeutet das dann? Oh! Ja, irgendwie hatte ich ein bisschen Unglück. Autsch! Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Na dann... Ja, stimmt eigentlich. Worum ging es eigentlich? Bei dem Gespräch. Mit dem Magier? Ja. Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Oh! Du warst ein Magierjäger. Nicht alle Templer tun das, aber es stimmt. Die Kirche hat mich aufgezogen. Bis Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Ich hasse Offenbar dich. Wurden nicht alle so instruiert.